Der Text ist relativ eindeutig. Wir müssen über die Brücke möglichst das Wasser vermeiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das Wasser in der Kanalisation meint oder im Fluss. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hatte Beutax nicht was von einem Nein. Flussgeist gesagt, der da drin sitzt? Ist das der gleiche, der oben bei Werheim saß? Ja, Der das muss graue wohl der gleiche Mann. sein. Der graue Mann oder so. Und der lässt nicht zu, dass man hier solche Brücken baut über den Darpat. Der lässt auch nicht zu, dass man drin schwimmt oder so. Also, Wenn das er Wasser ein ist schon ziemlich solch gefährlich. Wenn er ein solch elementares Wesen ist, lässt er allerdings auch keine Dämonen im Wasser zu. Das Mir hilft gefällt uns die aber Nachricht. wenig. Wenn lieb und nett fragen, hilft uns rüberzukommen. Mir gefällt diese Nachricht nicht. Vielleicht können wir Irgendetwas ein Boot daran. organisieren, das uns an der Brücke vorbringt. Irgendwas So, daran ist falsch. wenn wir nicht über den großen See im Norden gehen wollen, dann müssen wir so oder so irgendwie nach Romulus rein. Dazu müssen wir an den Mauern vorbei und dann irgendwo, entweder wir nehmen die Kettenfähre oder wir klauen uns ein Boot oder wir gehen über die Brücke. Das sind die drei Möglichkeiten, aber also wir müssen so oder so erstmal nach Romulus rein. Ja, aber Ich ich bin dachte, immer ist noch. die zerstörte Brücke ist in Romelis oder wo ist die zerstörte Brücke? Wir haben doch diese Karte, die Kiaras abgemalt hat, oder nicht? Ja, Achso, ich in dachte. Romelis da. Schau. Achso, die Brücke in Romelis meint er. Ich dachte, er meint irgendeine nördlich von Romelis. Okay. Nee, Nein, das ist die einzige zerstörte nördlich Brücke. sind die Wasserfälle. Und die Dapratillen, was das angeht. Okay, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja gut, also ich glaube nicht, dass jemand von uns so weit springen kann, dass er über diese Brückenpfeilerreste springen kann. Von daher scheidet die schon einmal aus. Nun, ich Bleibt weiß Boot und nicht, Kettenfähre. wenn wir ein paar Wirklich? Latten dahinlegen, könnte man da sicherlich rüber balancieren zwischen den einzelnen Bruchteilen. Ein Achso. paar Latten? Ich glaube, also außer die Brücke hat ein winzig kleines Loch von nur 2 Metern, glaube ich nicht, dass da uns irgendwas hilft mit ein paar Latten. Frage aus dem Off, ist die Karte zu scale? Die Karte ist scale, also das sind 90 Meter an der Oh, Stelle zumindest. ja, ich ziehe diesen Ich habe Satz das zurück. beim letzten Mal auch schon gesagt, dass der Fluss 100 Meter breit ist. Also, das Große müssen. Auf welcher Seite des Flusses sind wir überhaupt gerade? Auf Auf dieser. der rechten, beziehungsweise im Osten. Ihr seid gerade aus Ah, den gut. Bergen gekommen. Osten ist Erfurt, ja? Nee, Osten ist Raya. Niemals ohne Seife waschen. Osten ist Raya. Ja, wie Also, dann gesagt. müssen wir doch jetzt eh erstmal nach Neu-Romelis rein, Wartet, oder nicht? wartet, wartet. Die Anweisung, uns über die zerstörte Brücke hinweg in die Stadt zu begeben, ist doch schon irrsinnig. Das Wieso? kann doch von niemandem geschrieben sein, der uns eine ernsthafte Wegbeschreibung geben will. Naja, offensichtlich ein Magier, Können wir uns der nicht an sicher eine sein, können wir es, Magierin adressiert hat. können wir uns nicht sicher sein, dass wir in Wahrheit genau das Gegenteil von dem tun sollen, was in dieser Nachricht steht? Und was ist das Gegenteil? In die Kanalisation gehen? Genau. Nun, Aber wenn die wenn Wahr, wenn dort die Nachricht wirklich wahr Dämonen ist, sind. wenn die Nachricht wahr ist, führt uns das natürlich direkt. In den Können wir Tod. nicht einfach bitte nach Neu-Romelis gehen? Da schnappen wir uns irgendeinen armen Schlucker, der noch in seiner Hütte sitzt, und dann fragen wir ihn, was er gehört hat. Und wenn er gehört hat, dass die ganzen Bösen aus der Kanalisation kommen, gehen wir nicht in die Kanalisation. Und wenn er erzählt, dass die ganzen Bösen von Norden kommen, können wir nochmal drüber nachdenken. Ich gebe zu, Raffins Vorschlag erscheint mir der sinnvollste zu sein. Also ich Traurig, meine, aber wahr. was soll das jetzt schon wieder heißen? Es kann Also, natürlich durchaus ach, ich davon traue aus. natürlich um. Ach, vergesst es. Das schöne Rommel ist. Natürlich. Irgendeinen armen Schlucker werden wir in der Stadt schon auch auftreiben. Oder wir schnappen uns einen von deren Söldnern und ich bin mir sicher, wenn ich mich kurz mit ihm unterhalte, ist er ganz freundlich und möchte uns viele Sachen erzählen. Das wäre vielleicht tatsächlich eine sehr gute Option, wenn wir irgendeinen marodierenden Söldnertrupp oder Spähtrupp in die Finger bekämen, der wüsste mit Sicherheit auch mehr als so ein armer Bauer, der da irgendwie nur am Rande die Kämpfe mitbekommen hat und sich die ganze Zeit im Keller versteckt hat. Danach verkleiden wir uns als die und nehmen Jalan gefangen. Nicht schon wieder. Also müssen wir uns Darüber reden wir, wenn es verkleiden? soweit ist. Passt Das auf, mit Jalan passt auf. könnte Das funktionieren. gefällt mir aber. Wollen wir in die Stadt über den Fluss, sollten wir dies natürlich stromabwärts tun. Entsprechend müssen wir die Stadt erst einmal umrunden. Ich schlage vor, wir machen uns auf den Weg gen Norden, umrunden die Stadt von Osten her und halten derweil die Augen offen. Wenn wir diverse Patrouillen außerhalb der Stadt erspähen, können wir da vielleicht jemanden aufgreifen. Ansonsten machen wir weitere Pläne, wenn wir nordwärts der Stadt angekommen sind. Aber, Oder ja, wollt habt ihr recht. flussaufwärts nach Neu-Romelis hineinschwimmen? Ich habe gehofft, dass ihr irgendwie einen Weg habt durch die Mauern, aber so als Magier. Natürlich könnte ich die Nun, Mauer Neu-Romelis einreißen, hat aber das drei wäre Tore. nicht unauffällig.
Könnt ihr kein Loch in die Mauer machen? Doch. Ein kleines Loch? Sehr, sehr auffällig. Knallt das dann, oder ist das natürlich leise? Ist das laut. Also ich kann natürlich einen Zauber anwenden. Allerdings würde ich nicht für diesen Zauber dann meinen Großteil meiner magischen Kraft opfern wollen. Das macht nicht viel Sinn. Vielleicht sind die Tore ja offen. Ich spiele nochmal hinunter. Ich möchte auch nochmal sperren. Rommel ist überhaupt gefallen? Oh, da kannst du schon von ausgehen. Also das ist nicht so sehr schwarz wie der Norden, aber Rauchfahnen kannst du da doch erkennen. Also irgendwas wird da brennen und schwelen und stinken. Können wir mit dem Fernglas, das ich dabei habe, erkennen, ob die Tore besetzt sind? Die Tore sind geschlossen und an dem Tor, auf das ihr zublickt, kannst du vereinzelt, ja, gib mir nochmal eine Sinnschärfe. Erleichterungen sind 7 Punkte. Ist das ein gutes? Drei. Das ist ein kleines. Wir könnten natürlich die Boran-Methode anwenden und die Mauer des Nachts erklimmen. Also du siehst, dass sowohl die Mauern bestückt sind, wenn ihr an den Mauern entlang gehen wolltet. Da gehen vereinzelt Leute lang, immer in Zweierpärchen. Aber an den Toren, an diesem Tor stehen 10 Leute. Es sind wohl ein Offizier, 9 normale. Du warst nicht mit in Yol'Gurmak. Dementsprechend kannst du ihre Siegel nicht zuordnen, aber sie haben auch 2 weiße Hetzer dabei, also Hunde mit 2 Köpfen, die dann eben das tobrische Banner mittlerweile zieren und so ein bisschen verhöhen und verspotten. Also sie haben da wohl eine kleine schlagkräftige Truppe und aktuell ist das Tor geschlossen, aber besetzt. Das Priors-Tor ist definitiv besetzt, bewacht und es sind Uneisdämonen zu sehen. Wenn wir angreifen, sollten wir von Richtung Firon auskommen. Uneis. Wölfe mit. Es sieht aus, als hätten sie 2 Köpfe. Das sind weiße Hetzer. Das sind tatsächlich keine Dämonen. Daimonide aber schon. Nun, sie vergehen zumindest nicht in Schall und Rauch, wenn man sie tötet. Das ist für mich der wichtige Unterschied. Doch gehören sie wahrscheinlich zu einer Domäne, die ich hier nicht erwartet habe. Es sind, wenn ich mich nicht täusche, Xerans Geschöpfe. Gleich viel. Ich bin immer noch dafür, wir umrunden die Stadt. Von Norden aus haben wir vielleicht ein besseres Bild. Der Norden wird weit weniger bewacht sein. Und eine bessere Position, um uns über den Fluss nach Narominus hineinzubegeben. Ja, unbedingt. Worauf warten wir? Lasst uns aufbrechen. Gut, ja, dann geht ihr wo lang? Wie lange zieht sich denn dieser, ich nehme an, wir sitzen irgendwie in einer Hügelkette, in einem Vorgebirge? Ja, genau, also wie gesagt, die ganze Bergregion rund um Romulus ist ja sehr hügelig, weil direkt hinter euch die Trollzacken aufragen. Und das ganze Land dann nicht bergig macht, aber hügelig auslaufen lässt. Es ist sehr bewaldet, sehr strauchig. Und ihr könntet euch dann, ja, an diesen Hügelketten außerhalb der normalen Sichtreichweite könntet ihr euch dann entlang pirschen. Entweder nach Norden oder nach Süden oder ihr lauft direkt auf das Trollzacker Tor zu. Dann halten wir unseren Abstand zur Stadt parallel und gehen erstmal nach Norden. Nach Norden. Hier haben wir gut Deckung, hier können wir in die Stadt hinabspähen, ohne selber leicht gesehen zu werden. Das erscheint mir erstmal das Beste. Gut, dann steht ihr vor dem Zollernwartertor, beziehungsweise könntet dann eben, wenn ihr jetzt von ja, leicht Norden aus in Richtung Westen, West-West-Süd oder so etwas laufen solltet, dann könntet ihr dort euch an den Bauernhäusern, an den Feldern vorbei pirschen, nicht wirklich, weil dann da die Bäume spärlicher werden, aber dann auf alle Fälle irgendwann auf die Straße zum Zollernwartertor treffen. 3 Fragen. Primo, haben wir außerhalb der Stadt Aktivität gesehen? Irgendwelche Söldner, die auf Patrouille sind? Irgendwelche Plünderer? Nein, nur auf den Mauern. Die Bauernhöfe sehen allesamt verlassen aus. Das wäre meine 2. Frage. Auch in den Bauernhöfen sind keine Bauern mehr zu erkennen. Nicht auf den ersten Blick, nichts auf den Feldern. Wir haben Hochsommer, also jetzt den 17. Raja. Normalerweise sollten die alle auf dem Feld sein. Aber nein, keine. Die Felder sind auch noch nicht abgeerntet. Sie stehen einfach da in Pracht und welken jetzt vor sich hin in der Sonne.
Was gut für uns ist, da haben wir Deckung. Dritte Frage, ich nehme an, auch dieses Tor ist vernagelt und verschlossen. Also nicht buchstäblich vernagelt. Aber wieder besetzt mit 10 Leuten, wieder die 2 Daimonide, ein Offizier und die 9 dazugehörigen Gardisten. Und beim Trollzacker-Tor sah es ähnlich aus? Beim Trollzacker-Tor sah es ähnlich aus, ja. Und im Süden hattet ihr noch nicht gesehen. Du meinst an einem Fürsten Nemegundetor. Ich muss gerade mal schauen. Genau, Fürstin Irmelgundetor hattet ihr euch noch nicht angesehen. Da wisst ihr nicht genau, wie es aussieht, aber das Trollzacker-Tor und das jetzt im Norden, das hattet ihr euch angesehen. Und die sind beide gleichartig besetzt. Und gut, wenn ihr dann eben zwischen diesen beiden Toren euch dann durch den Fluss bequemen würdet, der ist natürlich jetzt nicht 100 Meter breit, sondern eben nur eine kleine Abzweigung, wenn ihr da irgendwie durchkommt. Das sind dann ja nur wenige Meter und dann auf der Außenseite könnte Iseron natürlich auch wieder mit sowas wie einem Hammer des Magus ansetzen. Aber da müsstet ihr dann halt eine Passage abwarten, wo nicht gerade 2 Wächter auf den Toren, auf den Mauern rumlaufen. Und woran sind wir auch hochgeklettert? Letzte Frage. Wie dicht gestaffelt sind die auf der Mauer? Also sind die 20 Schritte auseinander entfernt, 50, 100? Also die, wenn ihr euch das anseht, ihr habt wie gesagt genug Zeit, ich würde einfach mal sagen, aktuell ist es dann 12 Uhr, 12:30 Uhr, dann werdet ihr erkennen, dass die alle 10 Minuten an der Stelle vorbeikommen mit 2 Leuten. Okay. Also die gehen dann eine sehr leichte Patrouille. So. Wenn ich alle 10 Minuten 2 Mann über diese Mauer patrouillieren lassen wollte, wie viele bräuchte ich dann, um die gesamte Mauer zu besetzen? So auf die nächste 10er-Stelle gerundet. Ja, schauen wir uns gerade mal an, wie lang die Mauer misst. Das ist normalerweise sowas wie eine Orientierungsprobe, aber ich mache das gerade mal für dich. Es sind 640 Meter, ganz grob. Das ist ja das Tolle, dass wir es abmessen können. 640 Meter kannst du dir selbst ausrechnen, wie schnell du zu Fuß gehst, diese 600 Meter. Und das kann sein, dass das nur ein Pärchen ist. Es kann aber auch sein, dass das 2 Pärchen sind, die dann auf der Rückseite wieder zurückgehen. Also Neurommel, das ist nicht wirklich stark bemannt, aber da werden sicherlich Leute sein, wenn sie die auf den Mauern haben und an den Türmen. Eine Meile zu Fuß gehst du in 12 Minuten. Also 600 Meter gehst du in, sagen wir mal, diesen bisschen lahmarschig in 8 Minuten. Das heißt, technisch gesehen könnte man da nur ein Pärchen drüber laufen lassen. Also nehmen wir mal an, es sind nicht mehr als 10 Mann auf der Mauer. Die können wir umbringen. Neurommel ist bis jetzt bestätigt etwa 40 Leute. Die können wir umbringen. Weit auseinander, Daimoniden verstärkt. Herr Fiem hat recht, wir könnten die umbringen. Wäre nicht zu empfehlen, aber die Möglichkeit besteht. Ja, zur Not würden wir mit ihnen fertig. Aber je unauffälliger wir sind, desto besser natürlich für uns. Dann haben sie keine Zeit, Alarm zu schlagen. Zumal die Patrouillenabschnitte auf der Mauer sehr, sehr breit sind. Wenn wir sie in ein oder zwei Mann sie erklimmen, auf der anderen Seite wieder hinab und dann immer... Es könnte gehen. Wir müssen natürlich dann erstmal den Burggraben mit dem Mauergraben überwinden. Also ich will nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass ihr die Mauer hochklettern könnt. Nachdem ich bin schon Mauern hochgeklettert, da hast du noch in der Lampe auf deinem breiten Hintern gesessen. Habt ihr denn einen Wurfanker? Nein. Das möchte ich jetzt nicht bezweifeln, aber das ist eine Brück, also das ist eine Stadtmauer und schaut euch mal um. Ach ja, wo wir dabei sind, wie hoch ist diese Mauer? Ja gut, du hast da Türme dazu, das ist wo ungefähr 4 Meter, würdest du sagen. Ja, denn 4 Meter sind kein Akt. Nehmen wir an, der Graben ist nochmal 2-3 Meter tief, da können wir eine Sturmleiter zimmern. Wie stark ist denn eigentlich die Strömung hier an dem Abschnitt? Also gerade jetzt bei diesem Vorsprung, bei diesem Thulamidenpark oder Thulamidengarten? Also wenn du, du meinst jetzt diese kleine Umströmung von Neurommelis? Ja, noch auf der westlichen Flussseite. Ne? Da ragt es ja so ein bisschen, so ein Mauerstück mit Türmen in den Fluss hinein. Gut, also je näher du dann dem Hauptstrom kommst, so größer wird natürlich die Strömung. Wenn du dich dann eher im Osten aufhältst, da wo ihr dann eigentlich herkommt, da ist es dann vor allem ja eine Wässerbegrenzung, dass es da euch Zeit kostet. Ja, also
Das kann man durchschwimmen, da braucht man halt eine Schwimmprobe. Und gut, wenn du eine Leiter transportierst, könnte das nochmal ein bisschen kniffliger werden, aber die Strömung ist da drin nicht so stark. Die ist eher ruhig, du kannst sehen, wie da so ein paar Äste und Zweige drauf rumtreiben. Natürlich auch dann in Strom und in Flussrichtung, aber das ist jetzt nicht reißend. Aber hieß es nicht, wir sollten uns vom Wasser fernhalten? Richtig, aber wenn du jetzt keinen Weg hast, irgendwie sonst an die Mauer ranzukommen, wird das schwierig. Meine Idee war jetzt auch eher, dass wir uns im Schutz der Dunkelheit in einem Boot treiben lassen und dann versuchen, ans westliche Ufer zu kommen. Dann müssten wir gar nicht über die Mauer klimmen. Wir müssen nur es zeitlich sehr gut abstimmen und möglichst wenig Lärm machen beim Treiben lassen. Ja, meine Fresse, dann besorgen wir jetzt ein Boot und machen das. Nun, dann... Ja. Gut, dann schauen wir doch hier einmal am Ufer entlang, wo es die nächste Fischerhütte gibt. Ja, dann könnt ihr auf alle Fälle erst einmal in Richtung Norden laufen. Wie gesagt, an ein paar Bauernhöfen vorbei, die ihr dann noch definitiv finden werdet. Aber ja, wirklich Fischerhütten werdet ihr dann hier nicht erkennen. Zumindest nicht in den nächsten 1, 2, 3, 4 Meilen. Ist an den Bauernhöfen noch irgendwo ein Karren über? Also Karren werde ich euch zugestehen, wenn ihr da in irgendeiner Scheune mal nachseht. Karren werdet ihr sicherlich finden. Weil notfalls, wenn du von einem Karren die Räder abschlägst, ist das im Grunde auch ein Boot. Kein gutes Boot. Kann man nicht ein Scheunentor requirieren, da provisorisch ein paar Bohlen runterzimmern, dass dann ein provisorisches Floß entsteht? Auch das wäre möglich. Sicher, gut manövrierbar ist das nicht, aber was weiß ich schon davon. Wir müssten wohl alle mit diesen langen Stecken, wie nennt man die, Starken oder so, gibt's auch in Grangor, uns am Fluss entlang starken. Genau. Ich weiß nicht, wie tief der Fluss ist, ob unsere Starken so lang sind, aber... Nun, das lässt sich ja wohl aufzutreiben, aber mir ist hier nicht das Problem. Zumindest wäre das eine provisorische Möglichkeit, den Fluss entlang zu treiben. Aber wollten wir nicht erstmal Leute befragen? Sollten wir dies nicht eher auf der Ostseite tun? Ja, richtig. Habt ihr denn schon welche gesehen? Also, Zivilisten. Nun, ich kann nicht in die Stadt hineinblicken. Wenn wir uns einen dieser Söldner zugreifen, wäre ja auch die Möglichkeit. Ich dachte, ihr wolltet jetzt einen der Leute von den umgegenden Bauernhöfen befragen. Hier draußen sieht bis jetzt, wie befürchtet, alles sehr tot aus. Ja, eben. Gut, also dann kommen wir wohl nicht darum, mit jemandem zu sprechen, bevor wir nicht die Stadt betreten. Das Korn steht noch auf den Feldern. Wenn wir 3000 Mann hätten, könnten wir die Stadt belagern. Ich glaube nicht, dass wir so etwas gerade aus dem Ärmel schütteln können. Ich weiß, ich trauere nur um Möglichkeiten, die ich sehe, aber nicht wahrnehmen kann. Nun, dann zimmern wir ein Floß oder ein Karrenboot. Schauen wir mal, was sich auftreiben lässt. Wir werden damit ganz mies absaufen. Das ist eine gute Idee, aber bringt ihr es zum Schwimmen und ich denke, ich kann es steuern. Also, ich bin schon auf Booten gefahren, ich habe aber noch nie eins gebaut. Ist das bei irgendjemandem hier anders? Nein. Die Monarchen könnte ich anbieten, aber... Die hast du gebaut. Nein, ich glaube, die können uns auch bei darauf gefahren. Ja, gefahren hilft aber nicht. Also wenn ihr ein Boot bauen könnt, ich kann es nicht. Wir nehmen einen Karren, wir schlagen die Räder ab. Fertig. Karren sind für gewöhnlich damit werden wir mies absaufen. Können wir das ja gerne noch eine Meile weiter im Norden in Ruhe ausprobieren. Ich hab mal von diesem einen... Er ist, glaube ich, in Werheim, wollte der mit dem Kanu fahren. Der ist da auch fast auch da so, abgesoffen. Den habe ich auch mal gehört. Was für ein Idiot. Der Dergel hat auch eine sehr viel stärkere Strömung. Ist das der gleiche Fluss? Dies ist der Darpat. Und an dieser Stelle ist er sehr viel breiter und strömt sehr viel weniger. Er läuft aus dem Ochsenwasser, also der eine Fluss läuft in das Ochsenwasser. Und von da aus strömt er über einen Wasserfall in
einen anderen Fluss, der von anderen Flüssen gespeist wird. Richtig. Also ja, es ist eigentlich ein anderer Fluss, aber wir sind dann schon über den Grauen Mann wohl doch verbunden. Das ist nicht ganz furchtbar egal. Wir könnten, wenn wir finden, noch ein paar Fässer unter dieses Tragkonstrukt zimmern. Das gewährt uns ein wenig Auftrieb. Ja, dann das wird sich doch wohl auf irgendeinen der verlassenen Höfe finden lassen. Wieso und probieren wir es nicht mal bei dem da vorne, was dort noch zu holen ist? Genau. Und mit diesem Konstrukt, das ihr dann zusammenfriemelt, wollt ihr an bewachten Mauern vorbeifahren? Das nach? Ja. Rafim, mir gefällt die Idee, einfach auf die Stadtmauer zuzumarschieren, nur besser. Also, ich weiß ja nicht, was das für Leute sind, die jetzt die Mauer eingenommen, die da stehen werden, aber ich meine, ihr werdet das Ding null kontrollieren können, ihr werdet einfach ungestürmt da entweder gegen dieses Mauerstück fahren, das da raus guckt, vielleicht. Oder ihr werdet halt einfach wieder an Land laufen. Vielleicht könnte man eine provisorische Ruderpinne befestigen, um eine minimale Steuerung zu ermöglichen. Bin froh, dass ich fliegen kann im Notfall. Wie schwer ist das eigentlich mit dem Fliegen? Könntet ihr mir das noch spontan beibringen oder ist das mehr so ein gottgegebenes Ding? Also ich könnte euch ganz spontan sicherlich eine Harvest-Ordination erteilen, wenn ihr meint, dass hier... Ah, das hat so viel Anhang. Nee, danke. Ich dachte, das... Ich wollte nur meint ihr die Verantwortung? Ja, ich wollte mehr fliegen. Und weniger Verantwortung. Aber ich lasse euch das jetzt bauen. Wir gucken uns das an. Ich halte euch nicht auf. Macht mal. Also nur, dass mir das klar ist, wir suchen uns einen Bauernhof, der außer Sicht, in guter Sichtweite der Stadt ist. Sag mal, ja, dann kannst du dich auch verwandeln. Nein. Verzeiht, ihr schaut so, als würdet ihr eine Erklärung erwarten. Nein, hätte ja sein können. Ich habe zumindest schon mal jemanden gesehen, der sich auch als Praios geweiht hat. Egal. Ja, dann gehen wir doch einfach zu diesem Bauernhaus. Der sieht gut aus. Pflückt noch ein paar Beeren oder sowas ab und dann haben wir zumindest ein bisschen was zu essen, während ihr dann zimmert. Okay? Natürlich. Ich hätte es für die beste Idee, einfach aufs Tor zuzugehen und zu fragen, ob sie aufmachen. Erst mal gucken, heranschleichen, irgendwie vielleicht nicht gerade auf der Hauptstraße, also zum der Straße zum Bauernhof vielleicht direkt hingehen, sondern so ein bisschen sich herumzuschleichen. Und zwischen den Feldern hat man gut Deckung. Weil es dort unsere unfreundlichen Personen sich befinden. Meine Herren, wir müssen uns jetzt für eine von drei Möglichkeiten entscheiden. Wir nehmen den Fluss, wir überqueren die Mauer oder wir versuchen unser Glück in den Darpat-Höhlen. Entscheidet euch für eine, aber tut es. Ich bin für den Fluss. Ich bin für die Mauer. Ich bin eher auch für den Fluss. Ich überlege gerade, ob ich einen, Djinn des Wassers beschwören könnte und ihn bitten könnte, uns durch den Fluss durchzubringen, aber... Wollt ihr wirklich dem grauen Mann sein Reich streitig machen, indem er einen anderen Wassergeist dort hineinführt? Könnt ihr nicht einen Luftdjinn rufen, der uns einfach darüber fliegt? Ist, wenn sie in der Nähe von dem Mond waren. Können wir nicht einfach einen Luftdjinn rufen, der uns darüber fliegt? Nun, das wäre nicht weniger unauffällig als ein Fluss, vermutlich, wenn wir... Ja, aber nachts... Über die Mauer. Garino, alle Fluss oder Mauer? Langlaufen. Ich bin für den Fluss, ich kann schwimmen. Gut. Dann ist es entschieden. Also hört auf zu fantasieren und fangt an zu schlagen. Ich kann keinen Fluss bauen. Nehmt dort dieses Tor von der Scheune. Das sollte von der Fläche ausreichend sein, um uns über den Fluss zu bringen. Gut, aber Rafim, ihr kümmert euch um das Tor. Wir anderen kümmern uns um den Wagen und dann schauen wir einfach, was besser schwimmt. Ja, so könnt ihr in halb geduckter Haltung dann über die Hügel in Richtung der Sträucher und Büsche laufen. Durch ein großes Feld mit Getreidehalmen, die da nach oben stehen. Und Aviander wird dann erstmal in einem kleinen Beerenfeld, in einem Erdbeerenfeld dann stehen bleiben und dann erstmal anfangen für euch alle ein paar leckere, saftige Beeren dann zu sammeln. Bis ihr dann an einem der Häuser halten können, so ein bisschen in diesen Schatten hineinpirschen, nochmal links, rechts gucken, ob dann von der Straße irgendwas droht. Die Tiere aus den Ställen sind wohl freigelassen worden, die Tore stehen einfach offen, also irgendjemand hat die da grob zusammengetrieben.
Könnt davon ausgehen, so nah wie das an der Stadt ist, vielleicht die Belagerer, ob die das irgendwie arrangiert haben, aber auf alle Fälle werdet ihr Karren erkennen können. Die sind auch teilweise noch beladen. Ja, Abelmir und Rafim machen sich dann auch erstmal an so ein kleines Tor, heben das dann aus den Zaunlatten raus und könnt dann ja nochmal ein paar Fässer oder sowas aus dem Inneren suchen. Ja. Ich würde mir auch diese Fässer an die Rückseite dieses Tores befestigen mit langen Seilen. So vier Fässer, also ein Fass in jede Ecke sozusagen. Und die Oberseite von dem Tor, also da wo wir drauf stehen, sitzen, vielleicht nochmal mit queren Spanten aus der Scheune benageln, sozusagen, dass die Tor stabiler ist insgesamt. Mhm. Gib mir nochmal bitte eine Sinnenschärfeprobe auf Hören. Jeder oder nur bei mir? Könnt ihr alle gerne machen. Denkt an irgendwelche Nachteile, wenn ihr schlechtes Gehör habt oder so. Nein, noch nicht weit. Iserun und Kias können, während ihr dann dort ja irgendwie die Konstruktion abbindet, mitbaut, hämmert, könnt ihr dann wohl auch hören, dass es Bewegung im Inneren gibt, die wohl nicht wirklich zu Abelmir oder Rafim gehören. Irgendwelche Bohlen, die da quietschen oder knarren. Hörst du das auch? Ich höre das. Irgendwer scheint da noch an. Ja, das sind Geräusche von innerhalb des Hofes. Die sind nicht alleine da drinnen. Wir sollten da mal reingehen und nachsehen. Ich marschiere auf die Tür zu und leg mal mein Ohr an das Holz. Mhm. Ja, du hörst auf alle Fälle dann, wo Abelmir und Rafim sich irgendwie leise gedämpft durch das Holz unterhalten. Auf der Rückseite sitzt du wohl gerade. Blick kurz über die Schulter, ob ich Avianna irgendwo sehe. Die sitzt wohl immer noch in den Beerensträuchern und hat die erste Lieferung schon in so einem kleinen Körbchen euch schon gegeben. Aber der Rest, also sie hat sich da wohl wieder verkrümelt und erntet. Ich signalisiere auf Attack zu Kiaras links herum. Kann ich feststellen, wo ich die Geräusche genauer gehört habe? Aus dem Inneren. Und klingt das jetzt nach einer Person oder mehreren Personen oder sogar irgendeinem Tier, das da wild aufgescheucht rumtrappelt? Na, das kannst du nicht genau hören. Also war schon ziemlich leise, durch das Holz gedämpft im Inneren. Da kommt schon ordentlicher Schweres drauf. Also bist dir auf alle Fälle sicher, dass da Holzbohlen gequietscht oder geknarrt haben, als die nicht zu eurer Gruppe gehören. Nachdem ich dann links herum gegeben habe, wende ich mich rechts herum und umrunde einmal das Haus. Ich gehe rein. Aber ich gehe auch. Ich zieh mein Schwert und knall die Tür auf. Ich mach's voll rajanisch, ich bin der Köder. Oder trete die Tür ein, das geht auch. Ja, vor dir kannst du ein ziemlich geräumiges Bauernhäuschen erkennen. Du hast dich da eben nicht wirklich für interessiert, was dann eher an den Stellen. Jetzt stehst du in sowas wie einer, ja, ist das eine Küche? Du würdest sagen schon, irgendwie sowas wie eine Küche, die dann kombiniert wird. Auf der einen Seite gibt es dann einen, ja, so eine Kochstelle. Durch eine Tür kannst du dann in eine Waschküche gucken, wo dann auch so ein großer Zuber steht. Ja. Ein paar Speisen, die da wohl vor sich hin schimmeln. Moment. Also ja, da schimmelt was, aber du riechst nochmal so ein bisschen. Vor allem ist da wohl auch gerade frisches Brot oder sowas gebacken worden. Ein bisschen länger her, aber definitiv heute. Ich flüstere Isarun zu, das wollte ich schon immer machen. Bannstrahl, zeigt euch! Ja, ich warte gespannt auf eine Reaktion. Gibt's eine Hintertür, durch die ich wie Kommando hereinstürmen kann? Nein. Oh. Ich wusste, das funktioniert nicht. Komme ich allerdings trotzdem zu ihm gerannt, wenn er ruft. Karinor, was? Wo ist Bannstrahl? Da, direkt vor mir.